Hallo meine Freunde, heute möchte ich mal kurz mit euch über das anstehende Update von Jurassic World Evolution reden. Und zwar soll ja im April ein Update kommen und das wird vermutlich am 18. der Fall sein, weil dort ist von Frontier ein Developer-Stream angekündigt. Und meistens handhabt Frontier das ja so, dass sie erst einen Developer-Stream machen und dann in diesem Developer-Stream das Update so ein bisschen vorstellen und danach wird das Ganze dann veröffentlicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass es am 18. irgendwann abends so, ja, veröffentlicht wird das Update. Ob das jetzt wirklich der richtige Termin ist, weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja auch egal. Vielmehr möchte ich mit euch darüber reden, was ich mir von dem nächsten Update bzw. auch von den darauffolgenden Updates wünsche. Meistens war es ja bisher so, dass entweder ein kostenloses Update mit einem neuen Dino und einigen Fixes und Änderungen erschienen ist, oder die zweite Variante war, dass ein ja, größeres Missions- und Dinosaurierpaket, wie zum Beispiel Secrets of Dr. Wu, als DLC dann erschienen ist. Ich meine, ich habe nichts gegen mehr Dinosaurier im Spiel, aber jedes Mal nur mehr Dinosaurier in das Spiel zu bringen, macht das Spiel halt auch irgendwie nur ganz kurzzeitig attraktiver. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, mehr Dinosaurier zu haben. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar noch einige Dinosaurier, die ich mir sehr für das Spiel wünsche. Aber ich finde, das Spiel braucht viel dringender andere Dinge und genau über diese Dinge möchte ich jetzt mit euch sprechen. Was mir persönlich viel, viel wichtiger ist für das Spiel und wahrscheinlich auch der Community, also ich gehe auf jeden Fall mal stark davon aus, sind einfach die von mir schon häufig angesprochenen Gestaltungs- und Dekomöglichkeiten. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein kleiner Baumeister und baue super gerne stundenlang schöne und themenorientierte Parks. Zumindest sind sie meiner Meinung nach schön, ja, darüber lässt sich ja streiten. Und dabei habe ich mich auch schon an einigen größeren Projekten ausgetobt, habe viel Zeit investiert und viel ausprobiert. Und ich denke, wir haben da mit unseren drei Themenparks, das war einmal der Safari-Park, einmal der Aquapark und einmal der Wildlife-Park, wirklich sehr, sehr schöne Parks gebaut. Aber im Endeffekt sahen die irgendwie alle so ziemlich gleich aus. Also die Parks in Jurassic World Evolution sehen irgendwie immer gleich aus, weil man einfach keine Möglichkeiten hat, dort ein bisschen Varianz reinzubringen. Man hat immer nur die gleichen Bäume, man hat immer nur das gleiche Gras, immer nur die gleichen Gebäude. Und dadurch sieht im Endeffekt jeder Park gleich aus. Und das trägt einfach nicht zu dem Langzeitspielspaß bei, den wir gerne bei Jurassic World Evolution hätten. Es muss einfach so dringend was in diese Richtung getan werden. Und ich hoffe einfach sehr, dass mit den kommenden Updates, sei es jetzt das Update im April oder halt darauffolgende Updates im Sommer oder sowas, ich glaube im Sommer sollen glaube ich auch Updates kommen, ein bisschen was in diese Gestaltungs- und Deko-Richtung passieren. Das meiner Meinung nach wichtigste Tool, was mir fehlt, ist auf jeden Fall das Terrain-Tool. Das Terrain-Tool, damit ist gemeint, dass man auch mal statt diesen, ja, öden Graslandschaften, die man immer hat, auch mal eine schöne Sandfläche machen kann oder eine schöne Steinfläche und. Also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten ohne Ende. Also einfach dieses, dass man den Boden etwas verändern kann, dass man auch mal ein schönes Sandgehege bauen kann. Und dazu entsprechend muss es natürlich dann auch Pflanzen geben, die dazu passen. Zum Beispiel, dass du im Sand dann Kakteen hast statt Bäume oder dann auf einem Felsuntergrund ein bisschen vertrocknetere Bäume oder irgendwie Tannen oder sowas. Bäume, die halt nicht so viel Wasser brauchen. Und alleine dieses Tool würde meiner Meinung nach schon so viel verändern. Man könnte so viel mehr Varianz in seine Parks bringen und man könnte dann auch viel naturgetreuere Gehege, sage ich mal, machen. Weil es gibt ja auch einige Dinosaurier, die in der Wüste zum Beispiel gelebt haben. Und dann könnte man für diese jeweiligen Dinosaurier dann zum Beispiel auch ein schönes Wüstengehege mit Sand und Dünen und Kakteen und so weiter bauen. Und das wäre einfach ein mega Hingucker. Und ich denke, das wäre viel, viel besser und wichtiger, als halt wieder nur neue Dinosaurier zu bringen. Was ich persönlich auch immer super, super störend finde, ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit Höhenunterschieden, damit die Parks einfach so ein bisschen, ja, nicht so aussehen, als wenn sie einfach auf einer so einer, ja, so eine begradigten Fläche entstanden sind. Das sieht halt immer sehr trist aus und unnatürlich und finde ich nicht so geil. Deswegen arbeite ich halt sehr gern mit Höhenunterschieden, dass man dann auch mal irgendwie so einen Berg hat, wo dann so ein schöner Aussichtsturm ist, von dem man dann eine schöne Übersicht und sowas hat. Das sieht dann auch einfach im Gesamtbild einfach schöner aus. Aber dabei gibt es immer ein riesiges Problem. Und das sind einfach diese Schrägen. Wenn man dann wirklich einen Berg, je höher man so eine Anhebung macht, desto länger wird die Schräge. Und so eine Schräge, also die Schräge ist halt dieser Übergang von oben, von dem, von der Plattform, wo man was drauf baut, bis nach unten zum Boden, sag ich mal. Und diese Schräge, die ist einfach immer ungenutzter Platz. Die geht einfach verloren,
weil du kannst sie nicht wirklich als Gehege nutzen und als Plattform natürlich auch nicht, weil es halt eine Schräge ist. Und ich finde, da fehlen mir einfach Klippen. Das heißt, dass man einfach wirklich straight nach unten bauen kann, dann so ein bisschen ja, Steinklippen hat. Das würde auch super geil aussehen, denke ich. Und damit würde man auch schon so ein bisschen das Problem lösen, dass man dann immer diese Platzverschwendung durch diese Schrägen hat. Und ich denke mal, damit könnte man auch wieder viel mehr Varianz in die Parks bringen. Und die Parks dadurch auch wieder schöner gestalten. Dann könnte man auch so einen schönen Canyon-Park oder irgendwas mal bauen. Da gibt es sicherlich einige Ideen, die man umsetzen könnte. Und ja, Klippen wären auch super, super geil, meiner Meinung nach. Und wenn man schon bei Klippen ist, dann kann man auch Wasserfälle einbauen. Wasserfälle sind auch immer in, ja, fließendes Wasser allgemein. Fließendes Wasser ist immer ein Hingucker. Das ist immer schön, das ist beruhigend, das sieht gut aus. Und stellt euch einfach mal vor, in so einem Dinosauriergehege so ein schöner Wasserfall. Also das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut vorstellen. Und dann sprechen wir nochmal ganz kurz das Thema kleine Dekoobjekte an. Das sind einfach Bänke, Mülleimer, Wegbeleuchtung und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele, aber Bänke, Mülleimer, Wegbeleuchtung ist einfach essentiell. Also es gibt es in jedem Park-Building-Spiel, nenne ich es mal. Und ich meine, es gibt in Jurassic World Evolution Mülleimer und Wegbeleuchtung, aber die werden automatisch auf diesen breiteren Wegen platziert. Und das ist einfach keine schöne Lösung. Man will selber als Parkbauer die Macht darüber haben, wo seine Mülleimer sind, wo seine Wegbeleuchtung ist und wo seine Bänke sind. Und all diese kleinen Details, die geben uns Parkbauern natürlich noch wieder viel mehr Möglichkeiten, die Parks zu gestalten und zu individualisieren. Und damit steigt einfach der Spielspaß und man kann viel mehr Varianz machen. Und solche kleinen Dekoobjekte sind auch super, super wichtig. So, jetzt haben wir genug über Deko- und Gestaltungsmöglichkeiten geredet. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, den ich sehr vermisse. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich die Dinosaurierkämpfe in Jurassic World Evolution sehr, sehr eintönig finde. Die laufen immer gleich ab. Und da gibt es einfach eine Sache, die mir sehr fehlt. Und das sind einfach, dass mehrere Dinosaurier gleichzeitig kämpfen können. Dabei liegt natürlich mein Hauptaugenmerk auf den Dinosauriern, die gemeinsam im Rudel gejagt haben. Das beste Beispiel dafür ist natürlich der Velociraptor. Er ist ja aus den Jurassic Park und World Filmen dafür bekannt, super intelligent zu sein und bei der Jagd die Stärke seines Rudels ausgenutzt zu haben. Dabei lenkt zum Beispiel ein Raptor die Beute ab und der andere greift von hinten an. Aber leider gibt es bei Jurassic World Evolution keinerlei Interaktion in diese Richtung, also dass Dinosaurier wirklich zusammenarbeiten im Rudel, um eine Beute gemeinsam zu erlegen. Und das finde ich einfach super, super schade. Das ist ja auch nicht nur bei Fleischfressern der Fall, das ist ja zum Beispiel auch bei Pflanzenfressern, die sich gemeinsam im Rudel verteidigt haben, durchaus der Fall. Und dadurch werden einfach viele Dinosaurier so ein bisschen, ja, beim Kämpfen unter den Scheffel gekehrt. Also der Velociraptor kann halt nicht wirklich seine Kraft und Macht, so präsentieren und ausdrücken, wie er sie eigentlich damals vermutlich hatte. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Mein persönlich letzter Punkt, und das ist ein Punkt, den Frontier auch ganz gerne macht, nämlich neue Dinosaurier. Ich meine, Jurassic World Evolution hat schon eine große Menge an Dinosauriern zu bieten, aber es gibt tatsächlich noch ein, zwei Dinosaurier, die mir persönlich fehlen und die ich mir sehr für das Spiel wünschen würde. Und da haben wir zum einen den, ja, ich nenne ihn immer Teriyaki, er heißt in Wirklichkeit Terizinosaurus. Kennt ihr sicherlich aus Ark oder The Isle. Ich blende mal ein Bild für euch ein. Und ich finde, er sieht einfach cool aus und er unterscheidet sich natürlich sehr, sehr stark von den jetzigen Dinosauriern, die es im Spiel gibt. Einfach weil er so ein bisschen gefiedert ist mit seinen langen Klauen, so sehr vogelartig. Aber finde ich mega cool, würde auch mega in das Spiel passen. Ob das jetzt mehr so eine Ark-Variante wird oder mehr in Richtung The Isle, so Truthahn-mäßig, das wäre mir eigentlich egal. Ich finde beides ganz cool und ja, würde ich mich super drüber freuen. Als zweiten Dino habe ich da auf meiner Liste noch einen gefiederten Kompagnon, nenne ich ihn mal, und zwar den Uta-Raptor. Ein kleiner, gefiederter, vogelartiger Raptor. Würde meiner Meinung nach auch mega in das Spiel passen, würde ich mich super drüber freuen. Und ansonsten vermisse ich natürlich die Flug- und Wasserdinos, aber wer vermisst sie nicht? Aber ich denke mal, das wird noch einige Zeit dauern, bis die kommen. So, meine Freunde, das soll es gewesen sein mit diesem kurzen Talk über die anstehenden Updates. Ich habe euch jetzt so ein bisschen mitgeteilt, was ich mir für das Spiel wünsche und ich hoffe wirklich, dass jetzt im April, also Donnerstag müsste es ja schon der Fall sein, vielleicht schon das ein oder andere davon umgesetzt wird und sonst irgendwie in kommenden Updates im Sommer oder sowas, also das wäre auf jeden Fall mega, mega toll, dann könnten wir auch wieder ganz viele tolle neue Parks bauen und tschüss, weil ich will unter 10 Minuten sein.